Auf zur weiteren Kaperfahrt. So, ich glaube, der da hinten gehört zu den Schiffen, die wir kapern sollten. Wir kommen kaum vom Fleck bei der ganzen Fracht, die sie geladen haben. So, der Schrecken reicht nicht, also direkt kapern. Volle Kraft voraus! Perfekte Distanz für den Schuss. Und trotzdem verfehlt. Was für Lappen. Aber ich habe auch, ich taunte mal das andere Schiff und guck mal, wie effizient das ist. Aber es wird ja wahrscheinlich komplett effizient sein. Sagt man eigentlich bei Schiffen volle Kraft voraus. Soweit ich mir sicher bin, ist das auch bei den Geschwindigkeiten bei modernen Schiffen auf der Anzeige. Es gibt ja halbe Kraft, volle Kraft, vierte Kraft. Und ich denke mal, das wird über Jahrhunderte so weitergereicht worden sein. Aber man müsste da bestimmt mal nachgucken, wo es überhaupt herkommt. Volle Segel setzen. Ja. Zeigen wir denen, wie es richtig geht. Prozent Enter-Chance. Der Kahn gehört uns. Ruft verwirrende Befehle dazwischen, um die Matrosen zu irritieren. Endlich! Bin beinahe eingeschlafen! Eine gute Alter, deine Mutterspruch sollte ihnen den Rest geben. Ihr seid hier nicht zum Spaß, haut den Gefäß aufs Maul. Aufs Maul, volles Pfund. Kommt schon, die Feiglinge springen schon über Bord! Ja, da muss ein Plan stecken, lasst euch nicht von euch, von ihnen in die Enge treiben. Es sind genau diese Zeiten, die Piraten formen, den salzigen Meeres mit dem Haar, den Säbel in der Hand und eine stinkende Landratte genau vor ihnen. Ein weiteres Schiff fürs Regal. Ich glaube, dass die prozentualen Anzeigen nicht richtig sind. Was für ein Fang-Captain. Tabak, 12 Hanf. Ihr Kapitän, bringt mir den alten Lurch. Er soll uns ein schönes Tänzchen auf der Planke aufführen. Der Kapitän wird mit vorgehaltenem Rapier und unter dem Gejohle deiner Mannschaft auf die Planke getrieben. Ein kurzes Zögern auf wackigen Beinen, dann platscht er ins Wasser. Es ist ein Glückstag, ich fühle mich heute gnädig. Fischt ihn wieder aus dem Wasser und bringt ihn mit den anderen Gefangenen unter. Warum haben wir den Lappen dann ziehen lassen? Jetzt denken alle seine Landsleute, wir wären nur halbgare Forellen. Schiff übernehmen. Ah, was für eine prachtvolle Nussschale wir wieder erbeutet haben.
Nicht schlecht. Das sind nämlich wieder gute 20.000. Ich glaube, die Männer haben diesen Landgang echt nötig. Das sind alles Dreieraufträge und wir haben ja noch einen Auftrag am Laufen. Der Gouverneur lässt euch lange warten, bis er euch endlich zeigt. Entschuldigt die Verspätung, Geschäfte, die wichtiger waren als ihr. Bedurft meine Aufmerksamkeit. Jetzt seid ihr ja da. Wenn ihr es schafft, 30 Fässer Grog nach Beliz zu bringen, wird das nicht nur euren Geldbeutel füllen, sondern auch euch auch noch bekannt unter euresgleichen machen. Ich hatte so viel Grog, sogar da. In der Tasche. So lobe ich mir das. Weil die fürchten mich ja zurzeit, weil ich ja bei denen kapere. Ehrlich verdientes Gold sieht anders aus. Der Grog war für deine Schiffsbesatzung auch. Wir haben aber noch ein bisschen rum. Neuer Kapitän einfach auch. Den Akzent kriegen wir dir noch ausgetrieben. Aber sonst sind's ganz taugliche Rekruten, denke ich. Ich behalte mal das eine Schiff. Also die Schaluppe lasse ich mal drin. Ach, die hat eine Frontkanone sogar. Aber meine Mannschaft ist super zufrieden. Jetzt müssen wir leider darauf warten, dass... Das Kanonenschiff. Jetzt passen die Spanier aber ganz schön auf. Ein wunderschönes Städtchen. Wäre ja schade, wenn das hier jemand überfallen sollte. Jetzt will ich die Gestalt. Weil die Stadt über da drüber war mit Segel, ne? Wie ein Zwischenfazit. Spaziergang war schön mit dem Hund. Der Gouverneur von Tela hat es gewagt, ein paar wichtige Leute zu kreuzen. Diese Leute würden euch eine Menge Dukaten für die Entführung des Gouverneurkindes zahlen. Ja, warum nicht?
Vergiss den Skorbut! Diese Kopfschmerzen bringen uns um, Captain! Schickt sie auf den Grund des Meeres. Es ist halt okay. Für ein 25-Euro-Spiel ist das alles vollkommen in Ordnung. Ich bin zwar trotzdem eher der Fan von Echtzeit bei Schlachten, aber ich hoffe, dass sie es ein bisschen nachpatchen, dass man die Tiefenunschärfe vielleicht ausschalten kann. Die stört mich im Moment am meisten im Spiel. Dadurch wirken manche Sachen ein bisschen verschwommener, als sie eigentlich müssen. Ich kann es kaum erwarten! Aber wann hatte man zuletzt die Chance, der größte Pirat der Karibik zu werden? Man muss ja sagen, dass die Rundenschlachten ja doch ziemlich schnell gehen. Ja, mit Port Royal 4 ist ja gut. Und das finde ich eigentlich auch wichtig. Dass du halt nicht so ewig in den Schlachten drin hängst, wenn du halt nur ein kleines Schiff erobern willst und dann musst du dann Ewigkeiten hier abgammeln. Tempomäßig hat's schon das Richtige. Platziert! Dann kann's ja losgehen! Gehört uns. Männer! Habt ihr eure Waffen platziert? Dann kann's ja losgehen! Kann ich über mein Schiff drüber schießen? Ah, ich bin immun, weil... Also es gibt schon Schaden, wenn ich über mein Schiff drüber schieße, aber es hat ja noch Panzerung. Deshalb schade ich meine eigene Mannschaft nicht. Ein weiteres Schiff fürs Regal. Die Landratten haben wir aus den Stiefeln gepustet. Ah, was für eine prachtvolle Nussschale wir wieder erbeutet haben. Oh, es war zu weit weg von der Stadt, deshalb geht das nicht. Oh, was eine doofe Mission. Ich glaube, die Männer haben diesen Landgang echt nötig. So, alle Schiffe warten. Den Schoner verkaufen wir. Du musst das schon am Strand machen. Was? Bitte? Ich höre erstmal neue Leute. Den Akzent kriegen wir dir noch ausgetrieben. Aber sonst sind es ganz taugliche Rekruten, denke ich.
Zurzeit sind auch alle happy. Deine Mannschaft würde dieses Gut gerne konsumieren, kann es aber nicht. Schönen Kaffee am Morgen. Ich bin auch nicht so der große Fan, dass erstmal den Beuten aufteilen, die XP verteilt werden. Ja, was soll ich machen? Ich liege auf der Lauer, weil ich soll noch ein Schiff hier kapern oder beziehungsweise versenken. So, ich weiß, das ist Militärkonvoi. Die gehen uns so schnell nicht mehr auf den Geist. Jetzt kann ich so einschüchtern, dass die mir sogar ihre Sachen übergeben. Der Auftrag ist abgeschlossen. Nach Tela müssen wir eh, weil wir ja das Gouverneurskind entführen sollen. Weiter sagen, gehst du bitte ins Körbchen? Ich glaube, die Männer haben diesen Landgang echt nötig. Ausgezeichnet, da sollte mein Profit gehörig steigern. Hier euer Anteil. Ei, zähl lieber nochmal nach, ob die Dukaten stimmen. Oh mein Gott, ich soll dann die schwarze Flagge hiften und das Rathaus überfallen. Da möchte ich aber vorher speichern. Aber der hat mir gesagt, das wäre keine schwierige Mission, also... Weiter sah, ist es gut. Warte mal kurz, dass der Militärkonvoi weg ist. Jetzt wird's ernst. So viel dazu. Schärft die Säbel und ladet die Kanonen. Wir haben auch zwei Bricks zur Verteidigung. Endlich! Bin beinahe eingeschlafen! Lieber die andere Seite zu dehnen, weil dann so eine Seite ist ja schon von der Panzerung ein bisschen kaputt. Und das war wohl nix. Volle Kraft voraus!
habt ihr eure Wetten platziert? Dann kann's ja losgehen! Da sind seine Seiten schon mal mit der Panzerung ein bisschen runtergeschossen. Da kann ich mich hinstehen, da dreht er mich ja komplett um wieder. Da Sid Meier Pirates, glaube ich, immer noch bei Phyrexis liegt, wird es wahrscheinlich keins geben, weil die beschäftigen nur zwei Teams und die einen machen halt Civilization und die anderen machen halt Marvel oder XCOM. Zeigen wir denen, wie es richtig geht! Nee, das war nicht gut. Kann man Zug zurückziehen? Nö. Weil ich jetzt nämlich aufs Heck schieße. Und das ist ungünstig. Stopp, deine Kanonen müssen eh noch laden. So, da können wir auf die offene Seite schießen. Und den Rumpf beschädigt. So, deine rechte Seite, ich denke mal, es ist die rechte Seite, Steuerbord. Schon ganz schön angeschlagen. Also wenn, dann müsstest du so drehen, damit du die linke Seite zu denen zeigst. Die Kanonen sind auch geladen. Zeigen wir denen, wie es richtig geht. Und du kannst jetzt eine Wende machen, eine volle. Und dem in die andere Seite reinschießen. War ein kritischer Treffer, ne? Ach du, ihr seid doch alle scheiße. Und ja, ein bisschen repariert.
Okay, sind nur 50% Chance. Aber reicht, oder? Ja, versenkt. Volle Kraft voraus! Macht der Doppelsalve. Augen nach vorne, Männer! Wir müssen sehen, worauf wir schießen! So, nirgendwo eine Chance, an den Rand zu kommen. Ja, zurzeit langsame Fahrt. Das sieht immer an den Pferdchen da drüber. Schaden. Gib mir doch mal ordentliche Treffer. Die Kanone ist nicht geladen. Da würden wir ins Heck schießen. Wobei lieber noch eine halbgeladene Kanone als gar nicht. Also eine halbgeladene Breitseite. Wir versuchen schön auf die offene Seite, wo keine Panzerung mehr vorhanden ist. Ich kann es kaum erwarten! An sich stört es nicht, dass wir das Schiff verloren haben. Aber dass wir das Schiff gegen volle Affen verloren haben, das tut weh. Ich habe mein anderes Schiff aus Versehen dabei mit versenkt. Freiwillig werden die ihre Kostbarkeiten nicht auf unsere Schiffe verladen. Wir müssen also versuchen, eines unserer Schiffe an den Strand zu bekommen, damit unsere Mannschaft an Land gehen kann. Alles muss man selber machen. Der erste Schritt ist geschafft. Los, klauen wir so viel Zeug, wie wir tragen können, bevor sich uns die Stadtwache in den Weg stellen kann. Plündert den Leuchtturm. Deinem Raubzug bewegst du dich von Gebäude zu Gebäude durch die Stadt. Bei jeder Bewegung oder einem gescheiterten Versuch, Beute zu machen, steigt die Gefahr, dass dir die Stadtwache über den Weg läuft. Auf zum Gouverneur. Mit einer List sollte es gehen. Verkleidet euch als Eisverkäufer und lockt die Kinder nach draußen.
direkt rein und schnappen, was wir wollen. In dem Gefecht entdeckt ihr verängstigte Kinder in der Ecke. Ihr pflückt euch eins und packt es in einen Sack. Gute Arbeit. Auf zum Marktplatz. Plünder zu gleichen Teilen. Verhandelt um die Beute. Ihr plündert jetzt und verschont dafür ihren Laden. Räumt die Frau mit Gewalt beiseite. Ihr seid nicht so weit gekommen, um euch jetzt aufhalten zu lassen. Die Buntröcke haben ganz schön doof aus der Wäsche geguckt, als wir ihnen den Rum unter der Nase weggeklaut haben. Nein! Die kommen kaum vom Fleck bei der ganzen Fracht, die sie geladen haben. Haha, die kriegen jetzt schon Angst. Die wollen's wohl wissen. Da sind wir ja nochmal glimpflich davon. Ach, die haben sich einschüchtern lassen. Ach du Scheiße. Wir sind übrigens total überladen. Oh, mein Hauptschiff wurde versenkt. Und dem Hauptschiff war die Hauptfracht, oder was soll das bedeuten? Ich glaube, ich krieg die Krise. Ich dachte, die Fracht wäre aufgeteilt. Na, meine Moral sinkt jetzt pro Tag. Aber so schlimm geht's nicht. Das Schiff ist zwar klein, aber ausgebaut. Müssen wir halt ein paar Waren einkaufen. Ich glaube, die Männer haben diesen Landgang echt nötig. Gut, ihr habt die Ware. Nicht vergessen, das bleibt unter uns. Hier, wie versprochen. Er wirft sich den Strampel in den Sack über die Schulter und verlässt die Taverne. So kennt man uns. Wir stehen zu unserem Wort. Gute Arbeit. Jetzt können wir noch größere Fische jagen. Die Schaluppe ist gar nicht so schlecht bewaffnet eigentlich. 20 bis 35 resultierender Maximalschaden. 8 Pfünder. Wir haben zu wenig Mannschaft, deshalb bewegt die sich nicht vernünftig vor. Sucht ihr nach Beute, Zerstreuung und Abenteuer? Dann alle Mann an Bord! Und wir haben noch Waren, oder? Nee, haben wir nicht. Ehrlich verdientes Gold sieht anders aus. Da muss ich wohl ein bisschen einkaufen. Aber wir haben ja genug Geld.
Die Waren waren einmal. Mein Gott, da muss aber echt lange überlegt haben über den Witz. Pökelfleisch sind allzu teuer. Ich weiß nicht genau, was sie mit dem ganzen Zeug wollen. Es nimmt nur Laderaum von wichtigeren Waren ein. Na komm, nehmen wir dem seine Brick. Vielleicht schmeißen wir den Berater von Bord, dann das ist der erste Mat. Für was hast du eigentlich gespeichert? Ich habe gespeichert dafür, dass wenn wirklich was ganz Schlimmes passiert, ich neu lade. Aber dass ich mein Hauptschiff verloren habe, was hier eigentlich jetzt auch... Ist es nicht so schlimm. Oh, nehmen wir noch Sauerkraut mit gegen Skorbut. Können wir noch mehr davon mitnehmen? Hatte wir das Holzfaden verkaufen. Aber wie ich das richtig gesehen habe, kann man auch Sachen reparieren mit dem Holz dann. Wir reisen jetzt nach Port Royal zurück. Hier ist das Hauptschiff auf die Brick wieder genommen. Jetzt wird's ernst. Wir sollten anfangen, Shanties über unsere Siege zu schreiben. Ein Schüchner hat gereicht. Aber der Informant würde ja mit uns jetzt sprechen für den Überfall auf die spanische Flotte. Aber ich denke mal nicht, dass das sofort ist, sondern du wirst erstmal unterschiedliche Kapitäne um dich scharen müssen, damit du eines Tages die spanische Flotte mit dem Goldschatz überfallen kannst. Und dann setzt du dich zur Ruhe. Aber was mit den Piraten verstecken? Das könnte vielleicht auch noch ganz interessant werden. Wahre sichere Häfen. Mit dem Turbo über die Weltmeere. Das Motorboot schießt voran. Irgendwie sehen meine Piraten nicht sehr nach Piraten aus. Sie sind grün. Ich glaube, die Männer haben diesen Landgang echt nötig. Sie sind klein und werden auf die Reling befestigt. Sie sind zu klein, um merklich Schaden an Schiffen zu versorgen. Doch sie eignen sich hervor, um feindliche Matrosen zu bekämpfen. Sie reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass es Schiffen gelingt, einem Entermanöver gegen ein Schiff zu starten. Mit Mörsern können Feinde über große Reichweite angeschossen werden, bzw. angegriffen werden. Ich denke mal, das wäre eine Frontkanone. An den Unterstützungsslot fehlt.
Long Line, große Reichweite. Gute Arbeit. Jetzt können wir noch größere Fische jagen. Ich bin ja eher im Nahkampf, also wäre der 24-Finder, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also Proviant für 35 Tage ist echt viel. Dein Holz, ich weiß. Ich weiß nicht, ob man das Holz wirklich braucht. Deshalb tendiere ich immer mal dazu, das auch zu verkaufen. Genau, was sie mit dem ganzen Zeug wollen. Es nimmt nur Laderaum von wichtigeren Waren ein. Ach, du schon wieder. Na gut, dass du kein spanischer Agent bist. Ist mittlerweile offensichtlich. Und dass du hier aufkreuzt, sagt mir nur eins. Du hast es auf die spanische Schatzflotte abgesehen. Aber wenn ich dir helfen soll, wird dich das etwas kosten. Gut, was willst du von mir? Gold, Silber, beides? Ach, das natürlich auch, aber Gold und Silber sind heutzutage so flüchtig. Nein, Gefälligkeiten von jemandem mit einem Schiff und einer Mannschaft sind viel wertvoller. Danach können wir mal schauen, was du mir in Gold und Silber schuldest. Ich könnte dich auch mit meinem Säbel etwas kitzeln, bis du mir verrätst, was ich wissen will. Das könntest du natürlich, aber ich bin alt und gebrechlich. Unser Eins stirbt schneller, als man denkt. Willst du das Risiko wirklich eingehen? Na gut, aber treib's mir nicht zu bunt. Ein alter Freund von mir lebt in Puerto Padre. Er ist in letzter Zeit bei nicht so guter Gesundheit und ich mache mir große Sorgen. Ich will, dass du mich zu ihm bringst. Willst du mich? Gut, sonst nichts. Das klingt einfacher als gedacht. Ein Passagier an Bord? Das wird der Mannschaft nicht schmecken. Wir sind doch nicht die Lustbarke des Königs von Frankreich, verdammt. Okay, ich versuche es ihnen zu erklären. Haben die auch gezahlt, was sie versprochen haben? Ja, alles gut. Vielleicht sollten wir mal unsere Beute aufteilen. Oder lieber nicht. Neuer Kapitän. So, mein Wecker piepst wieder. 6 Handelsschiffe. Das bedeutet, ich muss jetzt mal eine Rückenübung machen und dann gebe ich euch 2 Minuten Werbung dafür, ihr unterstützt den Kanal damit und wir sehen uns dann gleich wieder. Und wer sich fragt, ob das was hilft, ja, es hilft sogar wirklich was. Wobei mein Physiotherapeut heute meinte, ich bin ganz schön verspannt, aber es ist halt leider so. Es geht alles nur Step by Step, es ist eine Woche. Man sollte nicht zu viel erwarten in so kurzer Zeit.